let me down. Moin Leute, was geht? Heute wieder ein neues Video auf meinem Kanal. Und heute geht es darum, es sind zwei neue Spielmodus released worden. In der Beta, ihr seht es richtig, da gibt es einmal Realismus und einmal Feuergefecht. Ich werde euch heute nur einen Spielmodus beibringen, sonst geht das Video 20 Minuten und ich denke, dass ihr da drauf keinen Bock habt, euch ein Video 20 Minuten reinzuziehen. Ich würde sagen, wir machen heute den Realismus-Modus. Weil Feuergefecht, das ist eigentlich nur wie in der Alpha, wenn jemand die Alpha gespielt hat. Ich kann es euch so erklären, es ist 2 gegen 2. Man hat immer vorgegebene Klassen. Also wenn jemand die Alpha gezockt hat, ja, dann wisst ihr ja, um was es geht. Wie gesagt, es ist nur 2 versus 2. Nur man kann 2 gegen 2 spielen, hat immer vorgeschriebene Klassen und es geht nur bis 6. Also wenn du 6 Punkte erreicht hast, hast du gewonnen. Und Realismus, das werden wir jetzt uns ein bisschen genauer angucken. Man hat auf jeden Fall, hier steht es auch, verbirgt alle Hood-Elemente für ein noch interessantes und realistisches Erlebnis. Das bedeutet, es ist alles weg zum komplett Realismus, also komplett realistisch. Man sieht nicht, wenn man eine Granate wirft, wenn die zurückkommt, wenn man die zurückwerfen kann. Man sieht nicht, wie viel Muni man hat. Man sieht nicht die Minimap. Man sieht nicht, ob jemand getötet wurde, ob Hitmarker kommen. Das Einzige, was man sieht, wenn man ein Teammate anschießt, kommt die Schüsse zurück. Das ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber ja. Weil die haben das so reingemacht, wenn ihr jetzt zum Beispiel dauerhaft Teammates killt, beim dritten Mal fliegt ihr dann aus der Lobby raus, wenn das dann so 50.000 Leute machen auf der Welt, weil die gerade Bock haben, jemanden zu trollen, kommen da keine Lobbys zustande. Darum haben die das so reingemacht. Genau. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und starten mal eine Runde. So, das wird auf jeden Fall heute ein kleines Live-Commentary für den neuen Modus, Jungs. Ich habe mir hier die PDW ausgesucht, wahrscheinlich PDW, also hier die geliebte AUG. Die werden wir jetzt mal spielen mit Trommelmagazin, weil ich habe mich jetzt ein bisschen in die Waffe verliebt. Mit Vordergriff spiele ich die. Ich kann euch ja gerne mal die Klasse ansagen. Ich spiele die hier mit taktischer Schalldämpfer, ohne Visier, schwerer Lauf, Fingerfertigkeit, Magazinerweiterung und vertikaler Griff. Da schmeckt die eigentlich die Waffe, da bockt die auf jeden Fall. Ich hoffe, wir finden jetzt okay eine Lobby. Wie gesagt, es wird heute ein kleines Live-Commentary. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch schon Level 20, also Maximum Level, also ja. Gut, ich hoffe, es geht jetzt okay los. Wie gesagt, ich werde euch jetzt auch nochmal das vorletzte Video, was ich euch letztens erst gemacht habe, werde ich euch, denke ich, auch in die Beschreibung gleich mal kloppen, dass ihr euch das angucken könnt. Und ja, wie gesagt, alle, die neu auf dem Channel sind, einfach mal ein kostenloses Abo droppen, wem es gefällt, und einfach die Glocke aktivieren, um mehr COD-Content zu unterstützen. Und wem es nicht gefällt, schreibt es mir bitte einfach in die Kommentare, dass ich weiß, was ich verbessern kann. Und ja, ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf zu quatschen und konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen aufs Spielchen. Ich werde jetzt hier mal den Live-Counter unten rausmachen, weil das stört bestimmt manche Leute. So, wir werden auf jeden Fall mit der AUG hier anfangen, auf Level 17. So, ihr seht es selber, es ist nichts, gar nichts. Man sieht nicht, ob jemand stirbt, man hat unten keine Minimap, die Munitionsanzeige, man sieht nicht, wie viele Granaten man noch hat. Das ist komplett realistisch halt gemacht. Das Einzige, was ich nicht verstehe, dass da Türen aufsperren steht, dass das da steht. Das ist bitte. Guck, ich sehe jetzt selber hier, man kann Leute killen und man sieht nicht, ob die getötet wurden oder sonstigen. Also das ist halt mal was ganz, ganz Neues. Also für mich ist der Modus nichts, das ist halt so ein bisschen wie... Ja, Hardcore halt, ne? Man stirbt erstens übel schnell. So, für mich wäre das kein Spielmodus. Ich brauche immer meine Minimap. Ich bin so einer, der die Minimap immer braucht. Man kann jetzt auf jeden Fall auch auf die Dasher dahin. Das wurde mir letztens auch erklärt, dass es auf jeden Fall geht. Das wusste ich gar nicht. Haare sind auf jeden Fall auch wieder on point. So, jetzt müssen wir uns aber mal ein bisschen aufs Commentary hier konzentrieren. So. Wie gesagt, ich will jetzt ja nicht irgendwas Krankes erspielen, ich will euch einfach nur den Spielmodus ein bisschen näher bringen, dass ihr wisst, um was es geht. Und ja. Also ihr habt es gerade richtig gesehen, man hat nicht gesehen, ob er gestorben ist, da kommt nicht diese gelbe Schrift. Man denkt einfach, er ist tot. Ist zwar ein bisschen Umgewöhnungssache, aber man gewöhnt sich dran.
Uiuiui. Ich höre hier Steps, das ist mein Teammate. Gut. Alter, mein Herz. Haben wir auf jeden Fall den Camper da oben am Schlüssel. Ich will die ganze Zeit oben links gucken wegen der Minimap, wo die Feinde sind. Aber das geht ja alles gar nicht. Also mein Lieblingsspielmodus wird es auf jeden Fall nicht. Also ich habe für jeden was anderes dabei. Darum gibt es ja jetzt so viele. Manche stehen auf, dass die Leute schneller droppen, dass es halt wie ein realistisch ist, aber für mich wäre es nichts. Also jeden seine Meinung. Keine Ahnung, was der gerade gelaufen hat, Bruder. Oh jo. Ach so. Ja. Pudi. Werfe Granate! Blendgranate! Wir haben es fast geschafft. Kämpft weiter! Mit Claymore, Bruder. Da muss ich aber echt los. Digga, noch eh, ne? Digga, hä? Ne, ist ja gar keiner mehr. Ist noch einer. Ne, ist es uns. Also ihr seht selber, mein Spielmodus ist es nicht, ich krieg hier absolut aufs Maul, auf Deutsch gesagt, weil, keine Ahnung, ist halt für mich zu realistisch, weil man sieht halt hier gar nichts, wisst ihr? Also die bei solchen Modus richtig gut sind, das auf jeden Fall Hut ab, ne, aber für mich auch mal, für mich ist es nicht. Ja, ich hab ein 5 zu 5, Alter. Bin ja absolut los. Wie gesagt, oh, erste Runde hier, ne? Kapper. Nee, Spaß hier. Wie lange geht denn das? Geht das bis 50, Jungs? Wie ist das jemand? Wechsle das Magazin! Guck, pass auf, Jungs. Passiert halt nicht. Realismus, Cover. So, eigentlich müssten die umfallen, aber da hat sich irgendwie Infinity Ward umentschieden, dass sie das nicht machen, weil sonst passieren Sachen, die man nicht möchte. Dass Lobbys dauerhaft gekillt werden und getrollt werden. Wie gesagt, es soll jetzt nicht hier irgendwie was Krankes erspielt werden, ich will euch einfach nur ein bisschen den Spielmodus, ja, ein bisschen vorführen. So gut wie es geht, ich will jetzt ja nicht irgendwie auf was irgendwas tryharden, weil ja. Einfach so ein bisschen ein kleines Vorführvideo, dass ihr wisst, um was es geht, dies, das. Hab ich eine Drohne? Och, ich hab ne Drohne. Wie gesagt, Drohnen, so könnt ihr alles auch spielen, dann habt ihr auch Streaks.
Haben wir natürlich eine kleine Drohne ausspielt. Haben einen Blutrünstig gemacht. Habe ich sie alle wieder aus dem Headwitch geholt. Das war natürlich peinlich. Mir hüpft schon wieder die Nase. Nicht gut. Feindlicher Präzisionsluftschlag. In Deckung. Feindliche Drohne über uns. Fall zurück. Neu gruppiert. Ach, das geht noch bis 75, okay, perfekt. So. Wir sind schon bei 11 Minuten beim Aufnehmen, Jungs. Ja. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von der AK? Was haltet ihr von der AK? Also ich finde die absolut kacke. Die hat so einen übelst hohen Rückstoß, für mich ist das absolut gar nichts. So, leveln kann man immer noch nicht. Jetzt gehen wir aus der Lobby raus. Wie gesagt, wem es gefallen hat, kann gerne ein kostenloses Abo da lassen und den Kanal abonnieren. Wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn ihr auch ein Like und eine positive Bewertung da lasst. Einfach mal immer was in die Kommentare schreiben, was ich verbessern soll oder was ich so lassen soll oder verändern soll. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Das soll es dann auch erstmal zu dem Realismus-Modus gewesen sein, Jungs. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und bis zum nächsten Mal, euer DJ.